Herzlich willkommen beim Invest YouTube-Kanal. Heute mit einem sehr tiefgründigen Marktupdate über die aktuelle Lage weltweit. Was aktuell in China passiert, das betrifft Europa und das betrifft auch die Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen alle, die in Rohstoffe investieren, alle, die Aktien investieren, jeder sollte heute unbedingt zuhören, denn auch die Kryptoinvestoren lernen auch einiges dazu. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Herzlich willkommen, mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel, die Glocke machen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, die Videos von InvestInvest teilen. Benjamin, China, 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 das Schlagwort auf der ganzen Welt momentan, überall alle Wege führen nicht mehr nach Rom, sondern nach China. Was hast du da heute mitgebracht? Hannes, es ist ja, wie soll ich sagen, am Montag ist es ja durch die Welt gegangen, dass China unvorhersehbar die mittelfristigen Kreditzinsen gesenkt hat. Und das ist ein Trend, der jetzt hier begonnen hat im Osten, der komplett konträr ist im Vergleich zum Westen, wo man eben die Inflation bekämpfen möchte und die ganze Zeit von Zinserhöhungen spricht. Wann erhöht denn endlich die EZB und die Fed den Zinssatz? Also wann bekämpfen wir die Inflation? In China sieht es genau anders aus, denn dort werden die Zinsen eben gesenkt. Und dann bringt uns jetzt gleich heute zur ersten Grafik, Leute, wo wir uns jetzt anschauen, was aktuell in China passiert ist. Wir haben eben diese sogenannten einjährigen Midterm Lending Facilities, die Zinssätze, die mittelfristigen Zinssätze gesenkt auf 2,85%. Man sieht es und die letzte Senkung hat es wirklich gegeben, letztes Mal im April 2020. Und 70% der Analysten haben keine Veränderung der Zinssätze erwartet. Das ist eben schon mal spannend, dass Dinge passieren, die am breiten Markt nicht erwartet worden sind. Und das hat natürlich ordentlich am Markt zur Bewegung geführt. Denn wir sehen hier auch, Hannes, der asiatische Dollar-Anleihenmarkt, der für Immobilien ist mittlerweile auch stark eingebrochen. Also der Hochzinsmarkt in China, der nichts anderes ist, Leute, wie ein Parameter, wie das Risikoverhalten chinesischer und ausländischer Investoren im chinesischen Hochzinsanleihenmarkt ist. Und wir sehen, dass wir hier fast schon wie 2008 in Amerika, diese Grafik erinnert mich ganz stark an 2008 von Amerika, wo hier eben die Hochzinsanleihen sich schon fast halbiert haben und ein völliger Anleihenmarkt-Crash in China bezüglich der chinesischen Immobilien stattfindet. Wenn wir uns aber nun auch in der nächsten Grafik die mündelsicheren Anleihen anschauen, das bedeutet eben die Anleihen, die nicht so viel Zins abwerfen, aber eben in der Regel sicher sind, die brechen auch mittlerweile weg und auch hier von Erholung keine Spur, Hannes. Und das bedeutet, alleine wenn wir schon nach China schauen, ist das ein komplett anderes Bild, was wir im Westen haben, weil im Westen ist eine boomende Wirtschaft. Wir haben zwar eine Abkühlung, aber wir haben eine Rekordspekulation in Aktienmärkten und in Immobilienmärkten, während in China, Hannes, eigentlich schon die Rezession anbricht. Also das sind schon mal die ersten Fakten, die wir erwähnen müssen, die aus China überhaupt nichts Gutes verheißen, Hannes. Benjamin, Inflation, das Schlagwort des Jahres, ganz, ganz klar. Wenn man sich die Inflationsdaten in Europa anschaut, dann spricht es eine eindeutige Sprache. Dazu hat sich jetzt auch die EZB-Frau Schnabel zu Wort gemeldet und gesagt, ja, die Inflation, alles unter Kontrolle, alles im Griff, gar nicht so schlimm. Wenn man sich das auf 3 Jahre anschaut, die Inflation, dann wird sich das Ganze schon wieder beruhigen und der 3-Jahres-Schnitt wird dann schon wieder passen, sodass man mit Zinsen etc. nichts machen muss. Eine Sache hat sie dann zugegeben, dass sie vergessen hat, und das ist eine unwichtige Sache natürlich, und zwar die Energie, der Energiewandel, der Energieshift, den Green Deal etc., dass das Ganze ja nicht so wichtig ist. Da sehen wir ja an allen Bereichen, dass die Energie an und für sich eine vernachlässigbare Größe mittlerweile geworden ist, ist ja mittlerweile überall ganz klar. Vielleicht täuscht sich Frau Schnabel doch und die Energie sollte man doch auch in Inflationsdaten mit einbeziehen, zumindest hier in Europa. Aber bleiben wir in China, Benjamin. Wie sieht es mit der Inflation in China aus? Wie sieht es aus mit den Importen und Exporten, vor allem aus Europa in China? In China eben, Hannes, ist es genau rückläufig. Dort ist die Inflation eigentlich überhaupt kein Thema, so wie es bei uns im Westen ist. Und wenn wir uns, das ist eben, du hast gerade Europa angesprochen, Hannes, schauen wir jetzt in der nächsten Grafik uns an, was aktuell China, der größte Exportpartner von Deutschland bzw. der Europäischen Union ist, wie es hier aussieht. Und die Chinesen importieren, wie wir in dieser Grafik sehen, deutlich weniger als der Europäischen Union, wie es vielleicht noch vor gut einem Jahr war. Also wir sehen hier einen massiven Zusammenbruch auch der Importdaten von China aus Europa. Das bedeutet, liebe Leute, Hannes hat gerade die EZB angesprochen. Die EZB kann überhaupt nicht die Zinsen erhöhen, obwohl sie es müsste. Wir haben aktuell 5% Inflation in Europa. Sie kann die Inflation nicht bekämpfen, weil der wichtigste Handelspartner die Importe gedrosselt hat und somit natürlich schon hier eine massive Abkühlung der europäischen Exportwirtschaft eingepreist wird. Und dadurch, Hannes,
kann man die Zinsen nicht senken, sonst würde es so, erhöhen, weil sonst würde natürlich sofort die europäische Wirtschaft in sich hinein zusammenfallen. Und Leute, wenn in China generell stimuliert wird, heißt das immer bei uns, bei Invest in Best, wie wirkt sich das auf die Zyklen aus? Und heute eben hier den US-Konjunkturzyklus gegenübergelagert hier in dieser Grafik gegenüber den chinesischen Kreditimpuls. Wir haben gerade am Anfang dieses Videos gehört, dass in China aktuell die Zinsen eben gesenkt wird. Das heißt, China geht den sogenannten Easing-Weg. Das heißt, sie reduzieren derzeit eben die Zinssätze, sie reduzieren die Requirements für die Banken, also die Vorhergaben für Banken, wie viel Mindesteinlage sie halten müssen. Das heißt, sie gehen einen expansiven Weg der Geldpolitik und somit müssen wir sofort den chinesischen Kreditimpuls gegenüberlagern über den US-Konjunkturzyklus, denn, das ist eben, jetzt kommt das der Zauberer hier raus, der chinesische Kreditimpuls leadet, also vorlauft, die amerikanische Wirtschaft von 2 bis 4 Quartalen. Und wir sehen derzeit eben, dass dieser Kreditimpuls zum ersten Mal einen Tick nach oben macht. Jetzt kann man eben davon ausgehen, dass in den nächsten 2 bis 4 Quartalen auch wieder der US-Konjunkturzyklus sein Tief macht und anschließend wieder nach oben geht. So war es immer in der Geschichte. Und das hat extreme Auswirkungen natürlich auf Vermögenswerte. Wichtig aber, alle, die jetzt glauben, hey cool, der chinesische Kreditimpuls geht nach oben, ich kaufe jetzt Aktien, ich kaufe jetzt Rohstoffe, ich lasse es mir jetzt gut gehen. Vorsicht, denn wir sehen in dieser Grafik hier bei diesen 3 roten Pfeilen, die hier nach unten zeigen, dass immer eben zuerst, bevor der US-Konjunkturzyklus wieder drehen kann, geht er eben noch 6 bis 12 Monate nach Umkehr des Kreditimpulses noch abwärts. Und das ist nicht gut, denn wenn der US-Konjunkturzyklus nach unten geht, wie soll dann eine Notenbank die Zinsen erhöhen? Wie soll denn eine Biden-Regierung sagen, wir machen keine neuen fiskalischen Maßnahmen, obwohl sich die Wirtschaft abkühlt? Das spielt sich's nicht. Und das sehen wir eben in dieser nächsten Grafik, wenn wir eben den US-Konjunkturzyklus, wo wir jetzt schon wissen, dass er höchstwahrscheinlich die nächsten 6 bis 12 Monate runtergeht, schauen wir das Ganze an mit der jährlichen Veränderung des wichtigsten Aktienmarkts der Welt, der USA, der S&P 500. Und wir sehen fast, Hannes, eine extrem nahe 1-Korrelation von dem US-Konjunkturzyklus und den S&P 500. Also Leute, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass wir den US-Konjunkturzyklus 6 bis 12 Monate eigentlich schon vorhersagen können. Wir haben gelernt, wenn der US-Konjunkturzyklus bergab geht, korreliert das auch mit dem Aktienmarkt, wie wir hier sehen. Und das schaut derzeit danach aus, dass es eben im Aktienmarkt zu Tumulten kommen könnte. Und das ist in den nächsten 6 bis 12 Monaten eben relativ, volatil an den US-Aktienmärkten abgehen sollte. Besonders mit dem Hintergrund wissen, dass wir ja wissen, dass die Notenbank Geld rausnehmen möchte, keine neuen Maßnahmen der beiden Regierungen aufgelegt wird und wir keine Hilfe aus China bekommen haben. Danke, Benjamin. Ja, morgen schauen wir wieder in die USA. Ich glaube, USA muss man einfach, wenn es um die Weltwirtschaft geht, irgendwo heranziehen. Und morgen schauen wir dazu ein wichtiger Hinweis und sein Video an von Trump, dem Großen. Da gehen wir auf die USA ein und auf das, was geopolitisch mit der USA passieren wird. Benjamin, bleiben wir aber nochmal in China. Und zwar, China braucht die genauso den Stimulus wie die westliche Welt im Grunde auch. Was ist da jetzt zu erwarten von China und was ist vor allem zu erwarten bei den Commodities? Wie wird sich das Ganze dann entwickeln? Also Hannes, das hat natürlich ganz große Auswirkungen auf Rohstoffpreise, das hat auch ganz große Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf die Kryptowährungen. Denn wenn wir uns eben in der nächsten Grafik jetzt hier anschauen, wenn wir den Kupferpreis gegenüberlegen, so zum Beispiel in 30-jährigen US-Staatsanleihen hier unten in weiß und auch den sogenannten Mindestreservesätzen von den chinesischen Banken, Hannes, also den großen chinesischen Banken, dann sehen wir, wenn eben diese Mindestreservesätze wenn diese Mindestreservesätze gesenkt werden und wir sind jetzt in China absolut, Hannes, in einem sogenannten expansiven Zyklus der Geldpolitik, ist das für die Rohstoffpreise in der Regel nicht gut. Und jetzt werden sich viele denken, wieso, das ist doch total cool, da kommt wieder Geld aus China, da wird die Wirtschaft wieder jetzt aufgepumpt und das würde doch für die Rohstoffpreise Positives heißen. Nein, nein, weil China geht hier im Vorlauf zur Wirtschaft. China stimuliert nur die Wirtschaft, Leute, war in der Vergangenheit schon so, wenn es wirklich brennt. Nur dann kommen die Chinesen raus und stimulieren die Wirtschaft. Und genau das machen sie derzeit. Die senken die Zinsen, denkt an meine Worte am Anfang des Videos, unerwartet, 70% der Analysten waren auf der falschen Seite. Das bedeutet, der Laden brennt und das weiß die CCP. Und aus diesem Grund werden jetzt eben diese Mindestreserve-Einlagen bei Banken gesenkt. Gleichzeitig, Hannes, haben wir einen Kupferpreis, der natürlich weit oben steht, korrigiert gerade derzeit seit Mai 2021. Und komischerweise hat der Kupferpreis auch gleichzeitig mit Bitcoin damals im Mai sein Hoch gemacht und geht seitdem seitwärts.
Was ganz wichtig ist noch, Kupfer schwächelt in der Regel bei fallenden 30-jährigen Zinsen und gleichzeitigen China-Stimulus. Den China-Stimulus, Leute, erster Punkt, haben wir schon bekommen, aber wichtig. Zweitens, die fallenden 30-jährigen US-Zinsen, die haben wir noch nicht bekommen, weil derzeit wetten einfach alle auf langfristige steigende Zinsen. Wir haben eine große Wette im Markt. Wieso macht man das? Weil man eben davon ausgeht, dass die Notenbank nonstop jetzt den Zinssatz erhöht, weil man die Inflation bekämpft. Und zweitens, weil eben 7% Inflation ausgewiesen ist. Jetzt geht man also am Anleihemarkt davon aus, dass die Zinsen nicht mehr fallen können. Und das, wenn wir davon ausgehen, dass der Markt das so sieht, und das tut er, wie wir später gleich noch sehen, haben wir aktuell einen sehr hohen Kupferpreis. Deswegen, jeder von euch kann sich, glaube ich, jetzt selber die Antwort geben, ohne eine Anlageempfehlung zu geben. Das machen wir nicht auf YouTube. Aber ich glaube, an jeder weiß es, wo hier der Weg des geringsten Widerstandes aktuell ist. Und an jeden, den es interessiert, hier unter diesem Video ist noch der Zugang zu unserer Jahresmitgliedschaft bei Investinvest, wo man eben detailliert auch dann wieder Einstiege, Ausstiege und Co. auch timen wird in den Wochen-Updates. Hannes, ganz wichtig noch eine Grafik, die ich mit dir teilen will, weil wir gerade über Rohstoffe und du auch gerade Rohstoffpreise erwähnt hast vorher. Auch hier sehr, sehr spannend, die sogenannten Produzentenpreisindizes weltweit, die stehen vor einer großen Abwärtswelle, beziehungsweise scheint es zumindest so auszusehen derzeit durch die abkühlende Wirtschaft in China, den Immobiliensektor in China, durch die Ansteckung im Westen, die auch noch folgen wird, werden wir eher fallende Produzentenpreisindizes sehen, weil sich auch die Lieferketten mittlerweile etwas entspannen. Sie entspannen sich nicht komplett, werden sie auch nicht, Leute, aber sie werden sich ein bisschen entspannen und das wird die Produzentenpreisindizes nach unten bringen. So, diese Produzentenpreisindizes korrelieren mit dem Rohstoffmarkt, wie ihr seht, sehr, sehr gut. In Orange der Bloomberg Commodity Index und in Weiß hier die Produzentenpreisindizes. Und gleichzeitig, Hannes, haben wir eine Korrelation zwischen Aktien und Rohstoffe hier, die wir in unserem Bloomberg Terminal ausgerechnet haben, von 0,61. Das bedeutet, positive Korrelation Aktien und Rohstoffe. Fällt der Aktienmarkt, fallen die Rohstoffe oder umgekehrt. Wir haben eine sehr, sehr hohe Korrelation. Und wenn wir uns den Outlook generell für die nächsten Monate anschauen, wird es sehr, sehr spannend dann. Ich glaube, Hannes, dass viele, die sehr, sehr spät auf den Zug aufgesprungen sind, nach uns auf YouTube, eine sehr relativ schwere Zeit haben werden in den nächsten Monaten. Benjamin, danke. Ja, da glaube ich, kommt einiges auf uns zu. Da kommt politisch, sozial und einiges drumherum auf uns zu. Und da, glaube ich, können wir uns in den nächsten Jahren auf einiges einstellen. Aber eines muss man jetzt fragen. Benjamin, die größte Weltwirtschaft, die größte Volkswirtschaft der Welt ist nach wie vor die USA. Was heißt das jetzt konkret für die USA? Hannes, natürlich müssen wir uns auch jetzt hier anschauen, wie die Positionierung auch im Markt ist. Also wie sind derzeit Marktteilnehmer auch positioniert? Was das dann gleich für die USA heißt, gehe ich gleich drauf ein. Wir sehen aber, wie aktuell die Positionierung im Markt ist in Fixed Income. Das bedeutet, wie ist die Positionierung im Anleihenmarkt? Wie ist die Positionierung im Aktienmarkt? Wie ist die Positionierung im Forex-Markt? Bei den Metallen, bei natürlich auch bei Öl und natürlich auch bei Nahrungsmitteln. Wir sehen aber ganz klar, Hannes, wir haben eine extrem große Positionierung auf der Long-Seite derzeit in Metallen. Das bedeutet, da kommt Gold mit rein, Silber mit rein, Palladium, Platin und auch Kupfer mit rein. Und in der Regel war es immer so, Hannes, dass wenn so eine extreme Positionierung stattfindet, ist das zwar positiv, weil viele den Trend erkannt haben und viele darauf wetten. Nur natürlich, wenn sich dann die Makrolage ändert und wir haben eindeutige Indizien, wie wir heute auch gelernt haben, dass sich die Daten ändern, könnte es hier definitiv zu einem weiteren Shakeout in der nächsten Zeit kommen und man sollte hier definitiv vorsichtig sein. Was heißt das für die USA, Hannes, um die Frage zu beantworten? Die USA selbstverständlich ist auch nicht alleine auf dieser Welt. Sie ist zwar viel besser, autark gesehen besser wie die Europäische Union, weil die ja komplett abhängig ist vom Export. Aber auch für die USA wird das eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft bedeuten. Und das ist eben das Spannende, Hannes, was wir heute mit unseren Zuschauern teilen wollten, weil wir sehen eine USA, die Rekordspekulation im US-Aktienmarkt, S&P 500, Rekordhochs. Wir sehen die US-Wirtschaft boomen. Wir haben 7% Inflation. Die US-Notenbank will eben reduzieren. Und wir sehen aber, dass eine ordentliche Abkühlungswelle von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt über den Planeten rauscht. Das macht die Sachen sehr interessant für mich. Und ich glaube, dass definitiv einige Volatilitätsschocks in der nächsten Zeit auf uns zukommen werden, Hannes. Aber für die USA generell bei weitem nicht so schlimm wie bei Europa. Was die Amerikaner, glaube ich, einfach machen müssen, ist, dass man von der ganz großen Straffung, die sie geplant haben, einfach irgendwann dieses Jahr noch absehen muss.
Benjamin, das wird die USA machen. Allerdings von der USA das Ganze zu sprechen, ist momentan aus meinen Augen, wo ich hier vor Ort bin, ganz, ganz schwierig, zu gespalten. Irgendwo auch das Land, so unterschiedlich das Land mittlerweile, auch die Wirtschaften, die Volkswirtschaften innerhalb der Bundesstaaten, auch ganz, ganz unterschiedlich momentan. Da leben wir unterschiedliche Bereiche von Florida bis New York, von Kalifornien bis viele Bereiche. Also da gehen wir in vielen Videos auch darauf ein, auch im Morgen wieder gehen wir darauf ein, detailliert auf die USA und wie die Situation, die Spaltung in der USA an und für sich ist. Aber eine Frage stellt sich mir jetzt schon noch, und wo stehen wir jetzt eigentlich allgemein, wenn wir uns die Geldmenge anschauen, wenn wir uns die Inflation anschauen und wenn wir uns die Zinsen anschauen, wo stehen wir da historisch gesehen allgemein in der USA und auf dem Rest der Welt? Hannes, was einfach so wichtig ist, langfristig zu sehen, ist eben die aktuelle Geldmengenexpansion, also bedeutet expansive Geldpolitik oder restriktive Geldpolitik. Und wenn wir das in der Vergangenheit anschauen, wie das mit der Korrelation mit der Inflation ist, sehen wir auch jetzt in der nächsten Grafik einfach eindeutig, dass wenn in der Regel massivst Geldmenge ausgeschüttet wird, beziehungsweise produziert wird und ins System kommt, korreliert das in der Regel auch mit der Inflation. Das heißt, wenn wir extrem viel Geldmenge in schneller Zeit ins System bekommen, heißt das auch, dass danach die Inflation deutlich anziehen wird. Deswegen, wir haben heute ein bisschen einen negativen Outlook gegeben, sage ich jetzt mal, was die Inflation anbelangt, was die Rohstoffpreise anbelangt. Man darf aber nicht eines vergessen, Hannes, dass der Trend ganz klar für die Rohstoffpreise langfristig gesehen nach oben ist. Und damit meine ich jetzt auf Jahre gesehen, langfristig nach oben ist. Wenn wir aber eben so viel Geld in so kurzer Zeit produzieren, wie es derzeit ist, dann wird es einfach zu großen Ausschlägen in der Inflation kommen, sowie nach oben, aber auch nach unten. Und das wird eben zu sehr viel Volatilität in den Aktienmärkten generell führen. Also der Trend der Inflation ist nach oben. Heißt das, dass es mal 6 bis 8 oder 9 Monate der Inflation nach unten gehen kann, der Trend? Ja, natürlich kann das möglich sein. Und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, Leute, dass es einen primären Trend gibt. Erstens, zweitens einen Zwischen-, also einen Trend gibt, der mehr oder weniger mittelfristig ist. Und drittens gibt es Trends, die kurzfristig sind. Und ein jeder Anleger auf dieser Welt hat komplett andere Vorstellungen. Wir bei Invest-Invest konzentrieren uns auf den primären, langfristigen Trend und versuchen, die mittelfristigen Trends auch mit abzufangen, sodass man genug Alpha generieren kann, also Profit generieren kann, sodass man am Ende des Tages innerhalb, bis der Zyklus vorbei ist, die maximale Rendite auch wirklich erzielen kann. Das ist das Ziel von Invest in Best. Hannes, die Invest in Best Erfolgsformel, vielleicht magst du sie nochmal erwähnen. Tun, sparen und investieren. Die drei berühmten Buchstaben des Erfolges, T-U-N, tun, also das erste natürlich, wenn man so eine Idee hat, man muss irgendwo sich geschäftstätig als sein Einkommen auch irgendwo raus generieren, sein passives Einkommen, sein aktives Einkommen irgendwo generieren und das Ganze dann irgendwo ansparen, Ansparpläne machen und dann investieren. Investieren sollte dabei immer der langfristigste Bereich von allen Bereichen sein und damit, glaube ich, fährt man langfristig am besten. Jeder, der mehr wissen will von dieser Invest-Invest-Erfolgsformel, jeder, der lernen will, wie man richtig zum Investor wird und wie man Erfolgsversprechen durch diese Zeit irgendwie durchkommt, der ist herzlich eingeladen, unseren kostenlosen Welcome-Kurs auf investinvest.de zu machen. Wie gesagt, komplett kostenlos, aber man bekommt einmal einen grundsätzlichen großen Einblick auf die großen Zyklen und kann daran auch schon nachher das eine oder andere aktiv anwenden und dann auch natürlich selbst entscheiden, ob man mit Investinvest, ob man mit Benjamin und Hannes irgendwo auch in die Zukunft gehen will, um diesen großen Umbruch gemeinsam zu reiten. Benjamin, es sind spannende Zeiten, es sind anspruchsvolle Zeiten und ich sage mal eins, nur mit Bildung kommt man da auch perfekt durch, nur mit Bildung kann man die Steine neu ordnen und ich glaube, das ist das große Anliegen von Investibest, nur so können wir eine andere, eine vielleicht ein Stück weit bessere Zukunft, zumindest für uns selbst, als auch für unser Umfeld gestalten und damit die Welt auch ein Stück weit besser machen. So, und jetzt abschließend zu diesem Video natürlich noch bitte unbedingt, ich habe eine Twitter-Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, welche Themen interessieren euch? Welche Themen wollt ihr von Hannes und Benjamin unbedingt jetzt hören hier? Besonders natürlich heute mal bei dem Marktupdate, wollt ihr Makrothemen hören, so wie heute? Wollt ihr nach China schauen, nach USA, nach Europa? Wollt ihr Gold und Silber hören, also viel Gold und Silber? Wollt ihr Politik, viel Politik auch von mir hören oder wollt ihr von mir mehr Krypto hören? Unbedingt jetzt hier auch gleich hier unter dem Video reinposten. Würde mich sehr interessieren, wie die Marktupdates, was ihr euch vorstellt. Wollt ihr mehr zu Gold und Silber? Wollt ihr mehr zu Krypto? Oder wollt ihr Makro, Makro, Makro? Das, was ich auch so sehr liebe. Hannes, denn die große Welt, wir sind vernetzt miteinander, auch wenn es derzeit nicht so scheint. Wir haben eine Wirtschaft, die immer noch global interagiert. Und deswegen bin ich schon der Meinung, muss man global auch verstehen, was passiert, um Trends überall in verschiedenen Ländern
besser erkennen zu können. Verbunden, Benjamin, das richtige Schlagwort. Wir alle sind zusammen irgendwo verbunden, auf der ganzen Welt. Ich sitze in Miami, Benjamin sitzt in der Schweiz. Viele von euch sitzen auf der ganzen Welt, überall verteilt, mittlerweile im West, im Best, glaube ich, in 19 Ländern verteilt. Von dem her, natürlich sind wir überall auf der Welt. Natürlich sind wir in verschiedenen Bereichen. Natürlich sind wir auch in unterschiedlichen Lebensbereichen, in Lebensphasen unseres Lebens. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle miteinander verbunden. Das Geldsystem verbindet uns auch irgendwo alle mit zusammen, wenn es auch momentan sehr, sehr viel negative Blüten treibt. Nichtsdestotrotz sollten wir uns darauf hin fokussieren, wie wir das Ganze besser machen können, wie wir diesen Umbruch, diesen gigantischen Umbruch, der derzeit stattfindet, optimal nutzen können. Und wenn uns das gelingt, dass wir verbunden durch diese Zeit hindurchgehen, dass wir diese Verbundenheit auch auf eine neue Ebene hieven irgendwo, dann glaube ich, ist alles möglich. Dann wird ganz, ganz Großes möglich sein und vor allem die Welt wird ein Stück weit besser und gerechter werden. Morgen konzentrieren wir uns auf die USA. Morgen schauen wir uns an, Trump, der Große, wir analysieren, wie es mit Donald Trump weitergeht. Ich habe da die eine oder andere interessante Hintergrundinformation. Wie gesagt, ich bin ja auch in den USA verbunden und vernetzt und von dem her kann ich da, glaube ich, den eine oder andere tolle Informationen bringen, deswegen unbedingt morgen wieder einschalten zu Trump, dem Großen. Benjamin, am Ende des Videos muss ich ganz klar sagen, es ist eine Riesenfreude. Vielen Dank für diese vielen Daten, Fakten und Informationen. Stimmt es fleißig ab, wo der Benjamin seinen Fokus drauflegen soll. Wie gesagt, wir wollen natürlich euch anpassen, was ihr sehen wollt, was ihr hören wollt. Deswegen schreibt es gerne rein, wo der Benjamin und wo ich unseren Fokus vor allem hinlegen sollen. Wir wollen Mindset und Skillset verbinden. Wir wollen die Realwirtschaft und die Märkte verbinden und wir wollen vor allem wieder die Menschen untereinander verbinden, mit Wissen ausstatten und dann eine neue Zukunft möglich machen. Benjamin, die wichtigsten Worte zum Schluss. Ja, Hannes, ich würde sagen, wie immer, wie man gerade sieht, vergesst bitte nicht, dass gerade dieses Jahr 2022, wie wir alle wissen, die Generationenzyklen ganz bestimmt nicht schlafen. Kanal abonnieren, Glocke machen und die Videos von Invest in Best teilen und dann nützen wir gemeinsam die Chancen daraus. Morgen zum super spannenden Trump-Video sehen wir uns und in dem Sinne einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.